Die Geschichte der Verfolgung an diesem Ort in Bergen-Belsen beginnt 1940. Und zwar mit der Einrichtung eines Kriegsgefangenenlagers für belgische und französische Kriegsgefangene. Und kurze Zeit nach dem Überfall auf die Sowjetunion werden diese belgischen und französischen Kriegsgefangene in andere Lager verlegt. Und es kommen nun in großer Zahl sowjetische Kriegsgefangene, die hier nach Bergen-Belsen gebracht werden. Bergen-Belsen war nicht das einzige dieser Kriegsgefangenenlager für sowjetische Kriegsgefangene hier in der Lüneburger Heide. Es gab noch weitere Lager in Örbke, in Wietzendorf. Aber in allen Fällen war es so, dass die Lager auf die Aufnahme einer großen Zahl von sowjetischen Kriegsgefangenen nicht wirklich vorbereitet waren. Der zweite Faktor, der für das Schicksal dieser Kriegsgefangenen ganz wesentlich war, war die Rassenideologie des Nationalsozialismus. Es ist immer wieder öffentlich verlautbart worden, dass der Krieg gegen die Sowjetunion eine neue Art von Krieg sei, nämlich ein Vernichtungskrieg. Und begründet wurde dies mit der Rassenideologie. Die slawischen Völker galten als rassisch minderwertig und zugleich als Rassenfeinde, als gefährlich. Und das trug mit dazu bei, dass neben dieser unvorbereiteten Organisation der Kriegsgefangenenlager die Lebenssituation in diesen Lagern letztlich für einen Großteil dieser sowjetischen Kriegsgefangenen tödlich gewesen sind. Kriegsgefangenen sind in diese Lager gebracht worden, die sowjetischen Kriegsgefangenen, um sie hier als Zwangsarbeiter einzusetzen. Ursprünglich wollte Hitler genau das vermeiden. Er wollte nicht, dass sowjetische Kriegsgefangene ins Deutsche Reich kommen. Letztlich war dann entscheidend der Bedarf, der von der deutschen Industrie vorgebracht wurde. Die sagten, es sind viele deutsche Männer in die Wehrmacht eingezogen worden. Wir brauchen Arbeitskräfte, und zwar in großem Stil. Und das hat dann dazu geführt, dass eben doch eine große Zahl von sowjetischen Kriegsgefangenen dann in die Kriegsgefangenenlager, in das Reichsinnere gebracht worden sind. Diejenigen, die diese erste Phase, diese ersten Monate, in der es eine horrende Todesrate gab, überlebt haben, sind dann tatsächlich auch als Zwangsarbeiter eingesetzt worden. Die meisten dieser hier in Bergen-Belsen umgekommenen sowjetischen Kriegsgefangenen sind nicht durch Massenerschießungen oder Vergasungen oder so etwas oder solche Mordmethoden umgekommen, sondern im Grunde durch eine beabsichtigte Vernachlässigung. Das heißt, durch eine zu geringe und qualitativ zu schlechte Ernährung, durch Schwäche, durch Krankheiten, die sich dann unter den katastrophalen sanitären Bedingungen hier sehr schnell ausgebreitet haben. Und eben dazu hat eben auch beigetragen, zu dieser Schwächung der Gefangenen, die sie anfälliger gemacht hat für Erkrankungen, dass sie eben zum großen Teil auch noch im Winter draußen kampieren mussten und keine angemessenen Unterbringungsmöglichkeiten gegeben waren für sie. Zum Teil haben sie sich Erdhöhlen gebaut. Es gibt Fotografien, die wir schon Anfang der 90er Jahre gefunden haben, wo man das sehr deutlich sieht. Ganz primitive Erdlöcher, die sie versucht haben, so zu bedecken mit so einer Mischung aus Gräsern und Steinen. Manchmal sind auch diese Behelfskonstruktionen, um sich vor der Kälte zu schützen, dann auch zusammengebrochen. Und es gibt auch Gefangene, die dann regelrecht erstickt sind unter diesen zusammengebrochenen provisorischen Unterkünften. Wir wissen durch diese neueren Forschungen, dass es fast hier in Bergen-Belsen fast 20.000 Tote unter den sowjetischen Kriegsgefangenen gab, die in dieses Lager gebracht worden sind. Nur hier in Bergen-Belsen oder auch in Örbke? Nur hier in Bergen-Belsen. Also das sind nochmal andere Zahlen? Das sind nochmal andere Zahlen, ja. Und sagen Sie, das waren Kriegsverbrechen, ne? Man muss ganz deutlich sagen, die Geschichte dieses Kriegsgefangenenlagers Bergen-Belsen für die sowjetischen Kriegsgefangenen muss man aus heutiger Sicht als ein Kriegsverbrechen charakterisieren, und zwar ein Kriegsverbrechen, das begangen worden ist von der Wehrmacht. Die Wehrmacht war für diese Kriegsgefangenenlager zuständig und damit auch für die Lebenssituation und die Versorgung dieser Kriegsgefangenen zuständig. Und sie hat letztlich nichts Entscheidendes unternommen, um dieses Massensterben in den sowjetischen Kriegsgefangenenlagern zu verhindern. Es gab allerdings auch einen Eingriff in diese Kriegsgefangenenlager durch die SS bzw. die Gestapo, die in diesen Kriegsgefangenenlagern versucht hat, Rassenfeinde, das hieß Juden vor allen Dingen, und
Politkommissare, Personen, die also in der Kommunistischen Partei eine wichtige Rolle spielten und in der Armee eingesetzt waren, herauszufiltern aus den Kriegsgefangenenlagern. Meist benutzte man dazu Spione, die dann dafür eine bessere Lebensmittelversorgung bekommen haben und die dann der Gestapo sagten, wer von den Kriegsgefangenen jüdisch ist, wer Politkommissar ist. Die wurden dann herausgenommen aus dem Kriegsgefangenenlager und in das nächstgelegene Konzentrationslager gebracht. Man kann auf den Personalkarten dieser Kriegsgefangenen, die wir aus den russischen Beständen als Kopie bekommen haben, manchmal dann die Formulierung lesen, befreit oder verlegt nach Sachsenhausen oder freigelassen nach Sachsenhausen heißt es meist. Und gemeint ist damit, dass diese Häftlinge, diese Kriegsgefangenen in das nächstgelegene Konzentrationslager, das hieß zu diesem Zeitpunkt Sachsenhausen, gebracht wurden und dort in einer Genickschussanlage ermordet worden sind. Es gibt 1942 auf Seiten der SS und auf Seiten des Auswärtigen Amtes Überlegungen, bestimmte Gruppen von Juden nicht in die Vernichtungslager zu schicken, sondern zurückzuhalten, in einem besonderen eigenen Lager zu sammeln, um sie hier bereitzuhalten für einen geplanten Austausch von Zivilpersonen. Das war keine Erfindung der Nazis, sondern das gibt es auch in früheren kriegerischen Konflikten schon, dass man unter Kriegsbedingungen Zivilpersonen austauscht, also Staatsangehörigkeiten eines gegnerischen Staates, mit dem man sich im Krieg befindet. Nun war es so, dass es sehr viel mehr Auslandsdeutsche gab in Amerika, Nordamerika, Südamerika, in Palästina zum Beispiel, als es Staatsangehörige der beiden wichtigsten westlichen Feindstaaten, nämlich England und Amerika, gab, die sich zum Zeitpunkt des Kriegsausbruchs mit England, später dann mit den USA, noch auf dem Gebiet des Deutschen Reiches befunden haben. Und um diese ungleichen
Proportionen zugunsten des Dritten Reichs zu verändern für diese geplanten Austauschaktionen, kam man auf die Idee, dafür bestimmte, scheinbar besonders geeignete Gruppen von Juden in ein spezielles Lager, das nur für diesen Zweck eingerichtet werden sollte, zusammenzufassen. Und für dieses Lager kam dann im Frühjahr 1943 Bergen-Belsen in den Blick, weil es zum einen durch das Massensterben hier unter den sowjetischen Kriegsgefangenen und die Verlegung der überlebenden Kriegsgefangenen in die Zwangsarbeit zum größten Teil frei war. Das heißt, man hat das Lager einfach in der Mitte geteilt, entlang der Hauptlagerstraße. Im nördlichen Teil blieb es ein Lager für sowjetische Kriegsgefangene, nun allerdings im Status eines Lazarettlagers. Und im südlichen Teil wurde das Konzentrationslager Bergen-Belsen eingerichtet. Anfangs heißt es offiziell nicht so. In den Akten heißt es ganz am Anfang Zivilinterniertenlager Bergen-Belsen. Allerdings nur für einen relativ kurzen Zeitraum, weil Juristen im Auswärtigen Amt darauf hingewiesen haben, dass die Bezeichnung Zivilinterniertenlager ein juristisch definierter Begriff ist und impliziert, dass diese Zivilinterniertenlager offen sein müssen für Inspektionen durch das Internationale Rote Kreuz. Und das wollte die SS natürlich auf gar keinen Fall. Das heißt, man hat sich dann relativ schnell einen neuen Begriff ausgedacht, nämlich Aufenthaltslager. Ein juristisch eben nicht weiter definierter Begriff, der auch zu nichts verpflichtete. Bergen-Belsen war das einzige unter den KZ-Hauptlagern auf dem Gebiet des Deutschen Reiches, das anfangs nur als Lager für jüdische Häftlinge geplant und eingerichtet wurde und auch tatsächlich mehrere Monate lang ein Lager war, das in dem, abgesehen von einem Baukommando, was temporär hier eingesetzt wurde, in dem tatsächlich nur jüdische Häftlinge lebten. Und es ist auch so, das können wir beobachten, obwohl die SS noch in der Lage war, die Lagerregistratur kurz vor der Befreiung zu verbrennen und damit auch die ganzen Transportlisten, die Häftlingspersonalkarten und so weiter verbrannt sind, können wir gleichwohl durch die Parallel- und Ersatzquellen, die wir im Laufe der letzten Jahre gefunden haben, sagen, dass der Anteil der jüdischen Häftlinge hier in Bergen-Belsen trotz der Funktionsveränderung, der Funktionserweiterung des Lagers, in deren Zusammenhang auch mehr und mehr nicht-jüdische Häftlinge nach Bergen-Belsen gekommen sind, Bergen-Belsen doch ein Lager geblieben ist, in dem der Anteil der jüdischen Häftlinge sehr hoch war. Wir schätzen, dass zum Zeitpunkt der Befreiung noch fast die Hälfte der Häftlinge, die hier dann am 15. April von britischen Soldaten befreit worden sind, Juden waren. Und das war, wenn man das mal vergleicht mit den Juden, die andernorts auf dem Gebiet des Deutschen Reichs befreit worden sind bei Kriegsende, so ganz grob geschätzt ungefähr ein Drittel aller Juden, die auf dem Reichsgebiet befreit worden sind. Die zweite Besonderheit, die sich aus der spezifischen Funktion Bergen-Belsens im Gesamtsystem der NS-Lager ergeben hat, war, dass es von Beginn an ein Familienlager war. Das heißt, es gab von Beginn an, weil vor allem eben nicht Einzelpersonen, wie zum Beispiel in den Konzentrationslagern Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald, wo ja vor allem politische Häftlinge untergebracht waren, als Einzelpersonen, meistens männliche Einzelpersonen, war es ja in Bergen-Belsen so, dass es vor allem Familien waren, die in das Lager hier als Austauschhäftlinge eingewiesen wurden, sodass es von Beginn an eine große Zahl von Kindern gab, aus allen Altersstufen. Und das ist sehr charakteristisch für die weitere Geschichte dieses Lagers gewesen. Es gibt auch dann in späteren Transporten im Zusammenhang mit diesen Funktionserweiterungen des Lagers auch noch Transporte, in deren Zusammenhang Kinder als Häftlinge in das Lager kommen. Wir schätzen heute, dass etwa 3.500, 3.600 Kinder unter den Häftlingen hier in Bergen-Belsen sich befunden haben. Kinder hieß nach der Definition der SS in Bergen-Belsen Häftlinge bis zum Alter von 14 Jahren, was auch bedeutet, dass diese Kinderhäftlinge in der Baracke mit ihrer Mutter untergebracht wurden und ab dem Alter von 15 Jahren dann in eine der Männerbaracken kamen. Und sie mussten bis zu diesem Alter auch nicht arbeiten im Lager. Es gab noch eine besondere Regel für kleine Kinder, auch die gehörten von Anfang an zu der Häftlingsgesellschaft des Austauschlagers, nämlich Kinder vom Alter von 0 bis 3 brauchten nicht Appell stehen, sondern wurden mit ihrer Mutter zusammen in der Baracke gezählt. Und eine dritte Besonderheit des Lagers war, dass zunächst die Lebensbedingungen hier besser waren als in den anderen Konzentrationslagern. Hatte überhaupt nichts mit Humanität zu tun
oder mit humanitären Überlegungen zu tun, sondern war eine logische Konsequenz der Funktion, die das Lager als Austauschlager haben soll. Denn wenn man diese Häftlinge mit diesen besonderen Merkmalen, die sie zu wertvollen Geiseln machten, wenn man dieses Austauschprojekt realisieren wollte, dann mussten diese Häftlinge ja noch leben, sonst konnte man sie nicht austauschen. Und wenn man davon ausging, dass sie im Laufe der nächsten Wochen oder Monate dann im Rahmen von Austauschaktionen freigelassen würden, dann sollten sie eben auch durch ihren körperlichen Zustand nicht gleich dokumentieren, sichtbar dokumentieren, wie es in einem deutschen Konzentrationslager zugeht. Das heißt sozusagen, offene Misshandlungen, die man gleich sehen konnte, wie Schläge aufs Gesicht oder Ähnliches, das war zunächst eher dem SS-Personal untersagt. Man ließ sich dann andere Quälereien für die Häftlinge einfallen, wie stundenlanges Appellstehen, Strafappellstehen, Brotentzug und Ähnliches. Aber es war zunächst keine schweren physischen Misshandlungen hier im Lager. Also insgesamt waren das im Sommer so etwa 14.000, 15.000 Häftlinge, die in diesem Lager festgehalten wurden. Und es gab durchaus bereits zu diesem Zeitpunkt eine erste Austauschaktion. Das heißt, es war nicht nur ein etwas Fiktives, Unvorstellbares, was eigentlich unrealistisch war zu erwarten. Und es gab tatsächlich Austauschverhandlungen, durch die ein Teil dieser Häftlinge des Austauschlagers auch tatsächlich freikam. Genau in der Jahresmitte 1944 gibt es den ersten Austausch, wo 222 Häftlinge aus Bergen-Belsen tatsächlich mit dem Zug herausgebracht werden aus dem Lager, über Süddeutschland, den Balkan, Syrien bis nach Haifa fahren, dort freigelassen werden und gleichzeitig fährt ein Zug mit deutschen Palästinasiedlern von Palästina los, ebenfalls die gleiche Route über Syrien, Türkei und den Balkan bis nach Deutschland. Entscheidend ist, dass die SS im Frühjahr 1944 begonnen hat, andere Gruppen von Häftlingen nach Bergen-Belsen zu verlegen, die mit diesem Austauschprojekt nichts mehr zu tun haben. Sie vermischt diese Häftlingsgruppen aber nicht mit den Austauschhäftlingen, sondern das Austauschlager bleibt ein separierter Lagerteil, in dem nur jüdische Austauschhäftlinge leben. Und die neu jetzt nach Bergen-Belsen gebrachten Häftlingsgruppen werden in neu eingerichteten separaten Lagerteilen untergebracht, in denen völlig andere Bedingungen herrschen als in diesem Austauschlager. Mit der Intensivierung des Krieges, dadurch, dass man immer mehr deutsche Männer eingezogen hat zur Wehrmacht, war der Anteil der Zwangsarbeiter, die man brauchte, um vor allem die Rüstungsindustrie am Laufen zu halten, immer größer geworden. Und man setzte nun nicht eben nur zivile Zwangsarbeiter ein, sondern man setzte mehr und mehr auch Häftlinge aus den Konzentrationslagern als Zwangsarbeiter ein. Und zwar unter oft horrenden, brutalen Bedingungen. Und einer dieser Orte, an denen das der Fall war, war das Lager Mittelbau-Dora, was zunächst ein Außenlager von Buchenwald war, später ein eigenständiges Konzentrationslager war, wo die Häftlinge zunächst große Stollen in den Berg treiben mussten. Es war Teil dieses Projekts der Untertagerverlagerung von Rüstungsprojekten, um sie der Bombardierung sozusagen zu entziehen, weil sie nicht sichtbar waren von außen. Und dann in diesen unterirdischen Tunneln vor allem Raketen produzieren sollten. Und das waren so horrende, so katastrophale Lebensbedingungen, dass die meisten Häftlinge das schlicht und einfach nicht aushielten. Das heißt, die Todesrate war enorm hoch, aber auch die Rate derjenigen Häftlinge, die bedingt durch diese katastrophalen Bedingungen, Lebens- und Arbeitsbedingungen, erkrankten. Völlig geschwächt waren, viele hatten Tuberkulose und die wurden nun ab Ende März 1944 zu einem beträchtlichen Teil nach Bergen-Belsen verlegt. Die wurden einfach abgeschoben nach Bergen-Belsen in einen eigenen Lagerteil, den wir ursprünglich Häftlingslager genannt haben. Heute sprechen wir vom Männerlager. Und der erste Transport, der kam Ende März 1944 mit exakt 1.000 Häftlingen. Und nach wenigen Wochen war schon mehr als die Hälfte von ihnen gestorben. Sie bekamen also hier in Bergen-Belsen praktisch überhaupt keine medizinische Behandlung. Und es war für sie bereits eigentlich ein Sterbelager. Wie das ganze Lager sozusagen am Ende seit Beginn 1945 dann zum Sterbelager wird, ist es für diesen separat neu eingerichteten Lagerteil schon im Frühjahr 1944 der Fall. Und es gibt in der Folgezeit immer wieder solche Transporte von kranken,
nicht mehr für die Zwangsarbeit einsatzfähigen Häftlinge aus anderen Lagern, die man nach Bergen-Belsen abschiebt, wo sie dann zu einem großen Teil sterben. Da gibt es eine zweite Funktionserweiterung, die beginnt im Spätsommer, Frühherbst 1944. Auch das hat mit Zwangsarbeit und der Intensivierung der Zwangsarbeit zu tun. Man bringt nämlich jüngere Frauen nach Bergen-Belsen, um sie hier für den Einsatz in der Zwangsarbeit bereitzuhalten. Zu diesen Häftlingen, diesen jungen Frauen, die man für diesen Zweck nach Bergen-Belsen gebracht hat, unter anderem aus Auschwitz, gehörten auch Margot und Anne Frank. Die waren eigentlich auch dafür vorgesehen, über Bergen-Belsen an einem anderen Ort in die Zwangsarbeit gebracht zu werden. Aus Gründen, die wir nicht kennen, weil die Lagerregistratur vernichtet worden ist, wissen wir nicht, warum die beiden und auch eine Reihe von anderen Frauen, die man zu diesem Zweck nach Bergen-Belsen gebracht hat, tatsächlich nicht weitergeleitet worden sind in die Zwangsarbeit. Die blieben in Bergen-Belsen und wir wissen, dass Margot und Anne Frank wahrscheinlich Ende Februar 1945 dann an Typhus beide hier im Lager gestorben sind. Die dritte Funktionserweiterung, die dann schließlich zu der Katastrophe von Bergen-Belsen führt, beginnt zu etwa Ende 1944. Und zwar ist das ein Teil des Prozesses der Auflösung der frontnahen Konzentrationslager. Die meisten der Konzentrationslager lagen ja im Osten. Und mit dem Vorrücken der Roten Armee wurden immer mehr Lager befreit. Bevor sie tatsächlich befreit und die Häftlinge befreit wurden in diesen Lagern, setzte man sie in Marsch und brachte sie Richtung Westen und Südwesten. Und einer der Hauptzielorte für diese Räumungstransporte aus den frontnahen Konzentrationslagern war Bergen-Belsen. Obwohl es dafür überhaupt nicht vorgesehen und überhaupt nicht geeignet war. Wir schätzen, dass zwischen Ende 1944 und Mitte April 1945 etwa 85.000 Männer, Frauen, Kinder in diesem Zusammenhang nach Bergen-Belsen verlegt werden. Das Lager wird aber überhaupt nicht entsprechend ausgebaut und dann wird Bergen-Belsen tatsächlich zu einem Sterbelager. Einem Sterbelager, das aber bewusst nicht als Vernichtungslager bezeichnet wird von uns als Historikern, weil der Begriff Vernichtungslager ist ein ganz streng definierter Begriff, der Lager meint wie Treblinka, Sobibor, Chelmno, Auschwitz, die speziell und nur für den Zweck eingerichtet worden sind, in großer Zahl Menschen zu ermorden. Sondern wir sprechen da eben von Todeslager oder Sterbelager. Das heißt, es gibt keine Massenerschießungen, es gibt keine Gaskammern in Bergen-Belsen, sondern die Häftlinge kommen hier um, weil sie sozusagen bewusst vernachlässigt werden. Wir wissen aus den bruchstückhaft überlieferten Akten, dass allein im März 1945 hier mehr als 18.000 Häftlinge ums Leben gekommen sind. Und das betraf jetzt natürlich auch tendenziell, nicht ganz im gleichen proportionalen Umfang, aber tendenziell auch das Austauschlager. Das KZ Bergen-Belsen wird befreit am 15. April 1945, am frühen Nachmittag. Und es wird nicht im Rahmen von Kampfhandlungen befreit, sondern die Engländer haben von der deutschen Wehrmacht die Information bekommen, dass es in Bergen-Belsen eine Typhusepidemie gibt. Und damit hatten die britische Armee und die deutsche Armee ein einziges gemeinsames Interesse, nämlich die Ausbreitung der Typhusepidemie und auch der anderen Epidemien wie Tuberkulose über das Lager hinaus unter der Zivilbevölkerung, unter den Soldaten zu vermeiden. Und deswegen gab es Verhandlungen zwischen der britischen Armee und der Wehrmacht, obwohl die Wehrmacht ja für das Konzentrationslager gar nicht zuständig war, sondern die SS. Die britische Armee hat im Grunde das bereits vorweggenommen durch ihr praktisches Handeln, was dann später in den Nürnberger Prozessen sozusagen durch das Urteil festgestellt wurde, nämlich die SS ist eine verbrecherische Organisation. Das heißt, deswegen verhandelt die britische Armee nicht mit der SS, die das Lager betreibt, sondern mit der deutschen Wehrmacht, die 2-3 Kilometer weiter sich im Truppenübungsplatz Bergen-Hohne befindet. Und das heißt, es gibt ein lokal begrenztes Waffenstillstandsabkommen, in dessen Kontext das Lager von der SS an die britische Armee kampflos übergeben wird.
Diese Konstellation wird von einem Großteil des SS-Personals dazu genutzt, abzuziehen. Die ziehen Richtung Hamburg ab und es wird später nach ihnen nie mehr systematisch gefahndet, obwohl man zum Teil auch die Namen dieser abgezogenen SS-Leute kennt. Im Lager sind es so ungefähr 80 SS-Leute, die von der britischen Armee noch angetroffen werden, die offenbar alle angenommen haben, dass sie nach der Übergabe des Lagers an die Briten ebenfalls abziehen können. Für viele der Häftlinge in Bergen-Belsen kam die Befreiung zu spät. Sie waren so ausgehungert, so extrem geschwächt, zumal wenn sie noch zusätzlich mit Typhus oder Tuberkulose infiziert waren, dass ihr Leben kaum noch realistischerweise gerettet werden konnte. Wir wissen aus den Aufzeichnungen der Briten, das dauert so 3-4 Tage, bis sie so weit in der Lage sind, solche Zahlen zu erheben und zu notieren. Wir wissen aus diesen Aufzeichnungen, dass in diesen ersten Wochen, nach den ersten etwa 12 Wochen nach der Befreiung, nochmal fast 14.000 Häftlinge an den Folgen ihrer Haft nach der Befreiung gestorben sind. Und das ist, wenn man das in Beziehung setzt zu der Gesamtzahl der Häftlinge, die in Bergen-Belsen befreit worden sind, war das ungefähr ein Viertel aller Häftlinge, die noch lebend am 15. April 1945 befreit worden sind. Also ein ganz horrend hoher Prozentsatz. Und es war die gleiche Situation, die man auch zum Beispiel bei großen Naturkatastrophen hat. Bei solchen Massenkatastrophen ist es nie möglich, allen Menschen, die davon betroffen sind, gleichzeitig die effektive Hilfe zu geben. Das heißt, man muss der Reihe nach vorgehen und sagen, wen holen wir als erstes aus dem befreiten Konzentrationslager, die wurden mit Sanitätswagen aus dem befreiten Lager in das angrenzende Areal des Truppenübungsplatzes Bergen-Rhône gebracht, wo man viele dieser Kasernenbauten als Nothospital dann genutzt hat. Das ist ein riesiges Areal von ungefähr 95 Kasernen. Dazu kommen Offiziersheime, Garagen für Panzer und so weiter. Also ein riesiger Baukomplex. Und den hat man eben dann zum großen Teil auch dafür genutzt, zunächst die so eine Art Nothospital einzurichten. Und gleichzeitig war dann das parallel dazu der Ort, an dem man die Repatriierung organisiert hat. Für die schon noch so gut gesundheitlich beieinander waren, dass sie transportfähig waren. Und man hat eben, wie gesagt, versucht, diesen Prozess so zu gestalten, dass eine möglichst große Zahl überlebt. Aber wenn man dann eben das tut, was am vernünftigsten ist, nämlich die als Erste rüberzubringen, als Erste medizinisch zu versorgen, die eine realistische Überlebenschance haben, dann heißt das umgedreht, dass ich die nicht mitnehme, die keine realistische Überlebenschance mehr haben oder von denen ich annehme, dass sie wahrscheinlich ohnehin nicht überleben werden. Und das ist natürlich etwas, wo das Hilfspersonal einen hohen psychologischen Preis für bezahlt hat. Weil natürlich man das rational weiß, ich habe richtig gehandelt, wir haben so gehandelt, dass wir der größtmöglichen Zahl von Menschen das Leben retten konnten, aber um den Preis, dass ich natürlich emotional darunter leide, dass ich den Eindruck habe, emotional, ich bin schuld an dem Tod dieser Person. Die Angehörigen der britischen Armee, die zum Zeitpunkt der Befreiung dann hier das Lager betreten haben, waren so geschockt von dem, was sie hier gesehen haben, dass sie sich entschieden haben, alle SS-Leute, die sie hier angetroffen haben, festzusetzen, sprich zu verhaften. Und sie wurden dann einige Zeit später, zunächst wurden sie dann eingesetzt, sozusagen zur Strafe, um die Leichen zu beseitigen. Und dann sind diese festgenommenen SS-Leute ins Gerichtsgefängnis nach Celle gebracht worden. Und es ist relativ früh dann gegen sie ein Verfahren eröffnet worden, der sogenannte Belsen-Trial, der in einer umgebauten Turnhalle in Lüneburg dann stattgefunden hat. Dieser Prozess hat im September 1945 begonnen und wurde nach britischem Militärrecht geführt. Es war also sowohl die Richter
als auch die Ankläger und die Verteidiger waren fast durchweg britische Staatsangehörige. Und es gibt in diesem Prozess schließlich dann auch mehrere Verurteilungen zu Todesstrafen. Es ist insofern ein historisch sehr wichtiger Prozess gewesen, nicht nur, weil er so früh stattfand, das war der erste KZ-Prozess auf deutschem Boden, der stattgefunden hat, sondern es war auch der erste Auschwitz-Prozess. Denn sowohl der zweite Kommandant, der dann zum Zeitpunkt der Befreiung das Lager übergeben hat, Josef Kramer, als auch viele der anderen SS-Leute waren vorher in Auschwitz gewesen, so wie viele Häftlinge auch. Das heißt, es wurde sozusagen in zwei Anklagepunkten verhandelt, nämlich Verbrechen in Auschwitz und Verbrechen in Bergen-Belsen. Und am Ende standen auch mehrere Todesurteile und die sind noch 1945, im Dezember 1945 in Hameln vollstreckt worden. Das heißt, die zum Tod Verurteilten, darunter auch der Kommandant Kramer, wurden in Hameln gehängt und dann auf dem Hof des Gefängnisses in Hameln zunächst beerdigt. Die Briten haben die meisten Baracken, die im Konzentrationslager Bergen-Belsen aufgebaut worden sind, waren aus Holz gefertigt. Und die Briten haben angesichts der Typhusepidemie im Lager und der anderen Epidemien, die hier vorhanden waren, haben sukzessive, nachdem die befreiten Häftlinge aus den Baracken herausgebracht worden sind, in die Nothospitäler auf dem Gelände des Truppenübungsplatzes, diese Baracken sukzessive abgebrannt. Übrigens auch die Kleidung der Häftlinge wurde komplett verbrannt, einfach um die Ausbreitung der Epidemien zu vermeiden. Das kann man auch nachvollziehen, dieses medizinische Argument. Es sind dann allerdings später auch die anderen Teile des Lagers abgerissen worden. Was nicht abgerissen worden ist, ist zunächst dieser vordere Teil, dieses Vorlager, in dem sich vor allen Dingen Steinbauten befanden, die von der SS zum Beispiel als Büros genutzt worden sind. Die hat man dann noch in den ersten Jahren bis in die 50er Jahre hinein unter dem Namen Neuhohne als Wohngebäude für deutsche Ostflüchtlinge benutzt. Der Rest des Lagers ist sukzessive abgerissen worden. Das heißt, die Wachtürme, die Zäune, auch die wenigen Steinbaracken, die es gab, das kleine Krematorium etc. Das kann man jetzt nicht mehr mit diesen medizinischen Argumenten begründen. Ich glaube, das Motiv ist eher gewesen, auch noch, wenn man so will, einen sichtbaren symbolischen Sieg über dieses verbrecherische Regime des Nationalsozialismus zu erringen oder zu dokumentieren. Alles, was an dieses verbrecherische NS-Regime erinnerte, sollte abgerissen und beseitigt werden und dieses Symbol sozusagen von Verbrechen und von Massenmord ersetzt werden durch ein Symbol von Zivilisation. Und das ist eben in der Menschheitsgeschichte ein ganz klassisches Symbol, ist der Garten. Die Briten hatten natürlich erwartet, was man nachvollziehen kann, dass alle befreiten Häftlinge, und das waren ja ganz überwiegend keine Deutschen, sondern vor allem Osteuropäer, die man aus ihren Heimatländern deportiert hatte, in die Konzentrationslager, in die Zwangsarbeit, dass alle, die mal deportiert worden sind, in ihre Heimatländer zurück wollen. Das ist das Natürlichste von der Welt. Und sie haben erwartet, wenn alle soweit gesundet sind, dass sie transportfähig sind, dann werden alle repatriiert. Und dann wird dieses Lager innerhalb von einigen Monaten wahrscheinlich aufgelöst. Und sie haben nicht damit gerechnet, dass es eine größere Zahl von Überlebenden gab, die nicht repatriiert werden wollten oder zumindest vorerst zögerten, sich repatriieren zu lassen. Und das waren hier in Bergen-Belsen vor allem zwei Gruppen. Einmal polnische Überlebende und zum anderen osteuropäische Juden, die den Holocaust überlebt hatten. Und diese Überlebenden der NS-Verfolgung bezeichneten die Alliierten dann mit dem Begriff Displaced Person. Einfach mit dieser Überlegung oder der Begriff schien ihnen passend, weil es sich eben um Personen handelt, die außerhalb ihres Heimatlandes befreit wurden und das Ende des Weltkriegs erlebten. Und die polnischen Überlebenden, also eben ehemalige Kriegsgefangene, ehemalige KZ-Häftlinge, ehemalige Zwangsarbeiter, zögerten zu einem beträchtlichen Teil nach Polen repatriiert zu werden, wegen der politischen Situation jetzt in ihrem Heimatland. Ne? Es kam jetzt ein kommunistisches Regime an die Macht unter dem Schutz, dem Schirm der Roten Armee. Und viele sagten, wir sind deportiert worden, mussten unter einer Diktatur leiden, der deutschen Diktatur. Und wir wollen jetzt nicht in unser Heimatland zurück und wieder in einer Diktatur leben.
Wer weiß auch, wie sich es entwickelt. Warten wir erstmal ab. Daneben gab es hier in Bergen-Belsen die Gruppe der osteuropäischen Juden, die den Holocaust überlebt hatte und die aus verschiedenen Gründen gesagt haben, wir haben keine Perspektive mehr in unseren osteuropäischen Herkunftsländern. Die hatten meist alles verloren, die hatten ihre materielle Existenzbasis verloren. Die Mehrzahl der Holocaust-Überlebenden war diese Erfahrung des Holocaust etwas, was ihr Selbstverständnis als Jude wesentlich verändert hat. Vor dem Krieg war die zionistische Bewegung auch in Osteuropa nur eine Minorität unter den Juden. Und unter der Erfahrung des Holocaust hat die Mehrzahl der Überlebenden sich nun neu definiert in ihrer jüdischen Selbstwahrnehmung im zionistischen Sinn. Das heißt also, Judentum ist nicht nur eine Religion, ist nicht nur eine Kultur, es ist auch eine Nation. Und eine Nation, die das Recht hat, aber eben auch die Notwendigkeit hat, einen eigenen Nationalstaat zu haben, der sie wirkungsvoll schützen kann vor einer solchen Art von Verfolgung. Und das heißt, die meisten hatten die Perspektive, wir möchten in unseren eigenen jüdischen Staat in Palästina übersiedeln. Und das ging nicht. Die Briten waren Mandatsmacht in Palästina, durch den Völkerbund eingesetzt in der Zwischenkriegszeit. Und die hatten ihre ganz eigenen Interessen in Palästina. Ökonomische Interessen, Stichwort Öl, außenpolitische, sicherheitspolitische Interessen. Und die wollten keinen jüdischen Staat dort. Und sie ließen deswegen auch keine jüdische Masseneinwanderung nach Palästina zu. Und das hat einen massiven Konflikt bedeutet. Das heißt, das Verhältnis der jüdischen Überlebenden hier in Bergen-Belsen, in dem DP-Camp gegenüber den Briten, war ganz ambivalent. Das war einerseits waren das diejenigen, die ihnen das Leben gerettet hatten, weil sie sie befreit haben und sie versorgt haben, medizinisch versorgt haben nach der Befreiung. Und auf der anderen Seite waren das diejenigen, die Regierung in London, aber auch die britische Militärregierung hier in Norddeutschland, die verhinderte, dass sie nach Palästina auswandern konnten, wohin sie wollten. Und eben die auch verhinderte, dass es eine jüdische Staatsgründung in Palästina gab. Das heißt, die einzige Möglichkeit, hier rauszukommen, war mit illegalen Transporten, mit Schiffen übers Mittelmeer. Wie wir wissen, nicht ganz ungefährlich. Und deswegen haben das auch meist nur jüngere Leute gewagt, diese Überfahrten. Und es gab eben auch keine andere Möglichkeit für die gesagt haben, ich sehe auch eine Möglichkeit für mich, nach Amerika zu gehen. Die Einwanderungsgesetze waren alle noch ganz restriktiv, resultierend aus der Kriegszeit. In Kriegszeiten lässt man keine Masseneinwanderung zu. Das war erst so 1948, 1949 werden diese, in den klassischen Einwanderungsländern, diese Immigrationsgesetze gelockert in Amerika, in Kanada, in Australien. Das heißt aber, bis dahin haben die allermeisten überhaupt keine realistische Perspektive auszuwandern. Sie sitzen hier also fest. Und dann sagen sie, wenn wir schon hier sitzen, mitten in Deutschland, sie haben übrigens das DP-Camp selber immer DP-Camp Bergen-Belsen genannt, um alle Welt darauf hinzuweisen, wir werden immer noch festgehalten hier, 2 Kilometer neben dem KZ, in dem unsere Angehörigen und Freunde gestorben sind. Und wir müssen auf deutschem Boden noch leben. Das war eben etwas, was sie einerseits sehr frustriert hat. Auf der anderen Seite haben sie gesagt, wenn wir schon hier sitzen und abwarten müssen, dann wollen wir die Zeit sinnvoll nutzen. Das heißt, sie haben versucht, sich nun auf ihr neues Leben nach der Immigration, wo immer sie dann später auch leben würden, versuchten sie sich darauf vorzubereiten. Das heißt zum Beispiel, viele haben geheiratet. Sie waren jung, die Überlebenden waren jetzt nicht einfach ein Durchschnitt von den Altersgruppen, sondern wir haben ganz wenig ältere Überlebende, wir haben wenig Kinder, die überlebt haben. Die meisten also gehören so zu einer Altersgruppe, die am unteren Ende so bei etwa 15, 16 Jahren lag, am oberen Ende so bei etwa Mitte 30. Das heißt, viele in dem Alter, wo man normalerweise heiratet, manche waren auch schon verheiratet, hatten ihre Ehepartner verloren, hatten den Großteil ihrer Familien verloren und sie versuchen jetzt wieder irgendwelche sozialen Wurzeln zu schlagen. Und viele haben dann nach einer relativ kurzen Zeit, in der sie sich kennengelernt haben, dann hier geheiratet. Die ersten Kinder kamen dann hier zur Welt, sodass diese Phase im DP-Camp, auch wenn sie für manche nur vielleicht 3 Jahre gedauert hat, für sie eine viel größere Bedeutung hat, als man angesichts dieses relativ kurzen Zeitraums eigentlich annehmen sollte. Und das hat sich eben erst wesentlich verändert mit der Staatsgründung Israels im Mai 1948. Bestand das DP-Camp dann noch bis Mitte 1950. Dann waren die meisten ausgewandert. Das Zentralkomitee der befreiten Juden der britischen Zone, das seinen Sitz hier im DP-Camp hatte,
hat dann seit 1947 eine Auswandererstatistik geführt, die sich erhalten hat. Und dadurch wissen wir, dass tatsächlich die Mehrzahl der DPs aus Bergen-Belsen auch nach Israel ausgewandert ist. Das heißt, dieser Zionismus war also eben nicht großenteils ein Propagandaphänomen, sondern es war schon wirklich der Kernwunsch auch vieler oder der Mehrheit der Überlebenden tatsächlich auch in diesen jüdischen Staat auszuwandern. Allerdings war es auch der Staat, in dem man so bis Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre auch am leichtesten reinkam. Es war leichter nach Israel zu gehen oder schneller nach Israel gehen zu können, als zum Beispiel immer noch in die USA oder nach Kanada. Und wir wissen auch aus Interviews zum Beispiel, dass ein Teil derjenigen, die dann 48, 49 nach Israel gegangen sind, dann in den 50er Jahren zum Beispiel in die USA übergesiedelt sind, wenn sie dann ein Visum für die USA zum Beispiel bekommen sollten. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass tatsächlich die Mehrzahl der jüdischen DPs aus Bergen-Belsen auch dann nach Israel eingewandert ist.